Moin Moin und willkommen zurück zu Ender Lilies für die Switch. Und wir befinden uns immer noch hier im traurigen Königreich, kann man sagen. Und wir müssen jetzt mal neue Wege finden. Wir haben ein paar neue Fähigkeiten. Vielleicht können wir damit ja auch die Wege finden. Wenn wir hier mal gucken, die roten Punkte bedeuten, da sind noch verschlossene Wege. Und die weißen bedeuten, da waren wir schon. Bestimmt, da können wir durch. Alles was, also man sieht ja, hier sind ein paar Sachen, die noch nicht abgeschlossen sind. Das machen wir jetzt mal. Wir gehen mal hier runter. Weil ich glaube, hier ist auch schon ein bisschen länger her, als wir hier waren. Okay. Da sind auf jeden Fall zwei rote Punkte, wenn man diesen Weg unten längs geht. Und dann werden wir vielleicht neue Wege da erkunden können. Oh. Oh, Mist. So, weg mit dir. Gut. Ah. So, einer ist schon mal weg. Jetzt fehlt uns noch der Typ da. Okay. Hier kommen wir auch mal runter. Zumindest haben wir hier was eingesammelt. Achso, da ist der. Oh, nicht getroffen hat er uns. Also hat uns einmal getroffen, aber eben nicht so wild, wie ich jetzt dachte. Pass auf. Oh, sind auch ein bisschen blöd, die Affen da. Weil wenn man in der Luft ist, kann man nicht mehr ausweichen. Das ist das Problem. So, der ist weg. Ja. Das Spiel gefällt mir wirklich ganz gut eigentlich, muss ich zugeben. So, wir gehen mal hier. So, wir sind jetzt hier. Es gibt hier zwei Wege. Warte mal. Oh, ich bin dumm. Matz. Da unten stehen. Da. Oh. Oh, das gibt's auch gar nicht. Aber Level up in dem Moment. Also unten geht's auch längs. Ich weiß noch nicht, wo wir hin müssen. Wir gehen erstmal hier oben längs und befreien hier alles. Oh, was oben ist. Okay, der war einfach, weil er genau über uns war. So. Gut. Oh, das ist die Giftwolke. Von denen. Was hältst du davon? Die Giftwolke ist echt hart. Die tut echt weh. Wir gehen gleich wieder da hoch. Okay, da hört es schon wieder auf. Das heißt, da kommen wir raus. Ich gehe mal da durch kurz. Hier waren wir ja anscheinend noch nicht, also. Oh nein! Ah, komm ich hoch? Ja, okay. Okay, die Wolke. Ach, wie dumm. Ich wusste nicht, dass ich die Wolke nochmal gelegt hatte. Kann ich hier raufspringen? Ja, okay. Kann man bestimmt kaputt hauen und hier längs schwimmen oder sowas. Wir gehen aber trotzdem erstmal oben längs, wenn es geht. Jetzt gibt es diese blöden Schüsse von diesem scheiß Krähen. Sind extrem hart und auch extrem nervig. Okay, hier kommen auf jeden Fall. Theoretisch kann man da runterjumpen von irgendwo, aber wir können auch nirgendwo hin, denn wir sind noch nicht so weit. So, wir lassen uns mal hier weitergehen. Hier ging es ja irgendwo runter. Da auf jeden Fall. So, ich will mal auf dieses Boot gehen. Kann man es schon kaputt hauen? Nee. Schade, ich dachte, man könnte das hier zerstören. Das kann man gar nicht. Kann man nicht ins Wasser weiter? Oh, da kommen irgendwelche Wasserkreaturen. Im Wasser kann ich leider nicht hauen. Ach, guck mal, den machen wir doch von hier hinten platt. So. Okay, ich kann Wasser leider nicht schlagen. Doch, kann ich doch. Aber ich kann hier. Aber schwimmen kann ich nicht, oder? Hm, schlagen kann ich nicht. Okay, warte mal. Okay. Oh, der ist zu hart, um den jetzt zu bekämpfen.
Gut. Gehen wir hier nochmal längs. Vielleicht gab es hier noch einen anderen Weg, den wir gehen können. Ja. So, ist er weg. Okay. Der nervt zum Beispiel mit dieser blöden Wolke, oder? So. Boah, ich habe Angst, dass dieses Viech da wiederkommt. Diese Unterwassermenschen da, das da ist. Oh, da hier. Talisman, okay, ein bisschen mehr Lebenspunkte. Die können wir immer gebrauchen. Da lohnen sich auch ein, zwei Umwege immer, finde ich. Boah. Ich verbrauche die leider schon zu viel, aber wir haben ja noch ein paar davon. Irgendwo muss ich Leben herbekommen. Die Frage, wo ich das herbekomme, ne? Zack. Zack. Einfach nur so ein kleines Pflänzchen wäre doch nicht schlecht. Hier sieht es fast aus, als ob gleich ein Boss kommt oder so. Aber auf jeden Fall ist eine Parkbank hier, das ist schon mal gut. Diese Blumen sehe ich nicht zum ersten Mal. Gut, wir ruhen uns kurz hier aus. Ich schaue mir die ganzen Erinnerungen jetzt nicht an. Können wir wegmachen. Warte. Weil ich finde, ja. Das haben wir ja alles gesehen vorher, ne? Also müssen sie es nicht nochmal angucken. Halt. Handbuch der Magieverband. Okay. Über den Magierverband. Ein Ort zur Erforschung des Abyssus. Den nur Magier betreten können. Eine Organisation, die mit der Weißen Kirche kooperiert, hilft bei der Bekämpfung der Unreinheit. Beitrittsanforderungen empfehlen, schreiben mehrere Magier. Nicht erlaubt, antike Flüche, Waffengebrauch, Spionage. Gut. Wir sind ja nicht da drin. So, hier gibt es schon wieder drei Wege, die hier rausführen. Okay. Oh, das sieht schon irgendwie sehr... Hier kommen wir nicht einfach rein, wie man sieht. Ah, da kann ich hochgehen, okay. Mal gucken, wo es hier hingeht. Ich dachte, hier liegt irgendwas, aber hier liegt gar nichts. Da kommen wir hoch, okay. Okay, das ist wahrscheinlich der Weg, der jetzt nach ganz oben führt. Aha. Achso, er ist das, okay. So. Halt, da war noch was. Nee, das habe ich einfach so eingesammelt, okay. Mist. Na blöd, wenn man getroffen wird, ist echt doof, ne? Kann man gar nicht ändern. So. Die Kette rauf. Okay, das war nicht schlecht. Wenn ich da durchhopse, können wir eigentlich gar nichts. So. Okay, dann wieder ein bisschen Leben nehmen. Oh, wer denn hin? Komm, hin aber mal her, der Affe. Da, fang den. Hab ich mehr von, wenn du willst. So. Dieses Viech. So, gehen wir hier oben links. Oh, Bakterienmagier. Oh.
Oh. So, du Affe. Okay, bald wäre ich wieder bei ihr gewesen. Läutern wir den ganzen Mal. Bakterienmagier versprüht einen giftigen, nicht abwehrbaren Nebel, der Gegner mit der Zeit Schaden zufügt. Der Magier kehrt von seiner Lehrreise außerhalb des Endlands zurück, auf der er viel lernte, doch erreichte nie seine Geliebte, die im Magierverband auf ihn wartete. Okay, das ist ja gut. Haben wir noch eine Fähigkeit bekommen? Jetzt mal hier weiter. Liebesbrief. Meine Liebste, seit ich deinen Brief gelesen habe, will ich sofort zurückkehren. Auf meiner Reise habe ich die Welt gesehen und viel gelernt, was ich im Magierverband nicht lernen konnte. Ich möchte dir so viel erzählen von einem Kontinent voller heißem Sand und seltsamen Tieren. Warte noch ein wenig, ich bin bald wieder da. In Liebe, Melville. Ja, Melville ist wohl nicht zurückgekommen, behaupte ich mal. So ist das. Okay. Gut. Also, die Lampen können wir auch ein bisschen auseinander schneiden, das kann man gar nicht. Wir haben ja hier alles abgesucht, ne? Ging es ja auch nicht weiter. Da unten ist noch was. Das müssen wir noch holen. Kommen wir dann dahin? Achso, warte. Warte, hier können wir auch durch, ne? Ah, nein. Mist. Boah, haben wir Glück gehabt. Komplettes Leben wieder weggenommen. Wie kommen wir da jetzt wieder hin? Ah, müssen wir den ganzen Weg wieder hochlaufen, ne? Oh, das ist auch blöd. Das war ja blöd. Hätte man gerade eben schon einsammeln können, aber ich war zu langsam. Machen wir jetzt noch schnell. Weil haben wollen wir das auf jeden Fall. Brauchen wir für unsere Fertigkeiten, ne? Ab und zu gucken, ob es hier Geheimgänge gibt, aber gibt es hier nicht. Okay. Wir haben auch alles entdeckt hier, der Raum ist golden. Das heißt, mehr können wir hier nicht finden. Gut, dann gehen wir hier mal längs. Und so kurz zurückgehen und da... Ne, wir gehen jetzt mal weiter. Ich will auch viel speichern zwischendurch, aber das machen wir jetzt nicht. So, hier geht's auch weiter. Alter, die sind auch sehr, sehr nervig, diese Vögel. Noch einer. Oh! So. Jetzt mal hier weiter. Ich dachte gerade, ich bin da runtergefallen. Da bin ich gar nicht. Ein Stück. Perfekt. Jetzt hier die Treppen rauf. Okay. Da, Abkürzung freigeschaltet, würde ich sagen. Sehr gut. Aber dann könnten wir doch vielleicht hier noch gleich mal speichern gehen, oder? Ist ja nicht so weit. Machen wir, glaube ich. Sicherheitshalber machen wir das mal.
Weil man weiß ja nie, was da ist. Sind zwar wieder die Gegner da, aber sicher, sicher. So, wir können uns auch kurz die Fertigkeit nochmal angucken. Denn wir haben jetzt ja noch was Neues dazu bekommen, diese Giftwolke. Die ich gar nicht so verkehrt finde. Vielleicht können wir die ja mit dem... Ich glaube, die tausche ich mit diesem blöden Vogel aus. Den Vogel fand ich eh nicht so geil. Halt, wenn wir schon da sind, dann speichern wir natürlich auch. So. Weiter geht's. So. Ich bin gespannt, wie es hier weitergeht. Geht es irgendwann nach unten erstmal? Ich weiß nicht, ob ich da ganz runter kann oder ob ich da sterbe. Dann gehen wir lieber hier nach oben längs. Hier geht es aber gar nicht weiter. Ob man da weiter runter kann, ich weiß es nicht. Ich traue mich da auch nicht runter zu jumpen. Hier ist aber irgendwas. Ist aber irgendwas zu. Ich gehe mal runter, mal gucken, was passiert. Aha! Die machen wir aber auch noch nicht. Hä? Nochmal, warte mal. Ich gehe hier runter. Ach, da geht's. Hier geht's wieder raus, aber hier nicht. Okay, warte, dann gehen wir hier links. Oh. Oh. Das war blöd von mir. Aber wir sind wieder ein Level oben. Ah, hier, guck mal hier. Ach, wie abgefahren ist das denn? Ach Mann, ich wusste, dass er das macht. Trotzdem blieb ich stehen. Da oben ist die Kiste. Aber wie kommen wir zu der Kiste hin? Wenn wir nur über dieses Wasser bekommen, ne? Hier geht das Wasser, zieht uns nach oben. Was natürlich sehr cool ist. Aber okay. Das muss man jetzt erstmal rausfinden. Gut, aber wir wissen ja, wie das geht. Gut. Es ist aber echt abgespaced gemacht. Also, cool gemacht. Oh. Oh. Oh Mist. Nur kurz mal weg hier. Oh! So. Das ist ein fieses Teil. Oder? Der war echt fies. Eine andere Taktik anwenden. Ach Mann. Komm leider nicht so schnell weg. Jetzt hätte ich gedacht, ich springe über. Guck mal, noch mehr von denen. Ah, toll. Ich habe auch, kann auch eine Giftwolke versprühen. Wenn ich das hier mache, ne? Nein, ich wollte eigentlich, ich wollte nicht bei ihm stehen bleiben. Oh, dieses Viech. Nein, drunter! Ich soll so machen. Oh, das kann er auch? Okay. Okay, wir können uns auch gar nicht heilen gerade. Das ist nicht blöd. Das ist ja fies von dem. Wir gehen hier oben längs. Ich kann das oben einfacher besiegen. Naja, eigentlich so machen, ne? Aber das ist ja blöd. Ein bisschen vorsichtig sein, dass wir jetzt nicht alles verlieren. Ah, da komme ich nicht hoch. Okay. Okay, der ist auch weg. Fujikato ist da auch. Du Affe. Okay, der ist weg. Ich brauche ein bisschen Leben.
Da oben ist die Truhe, okay. Oder eine Truhe. Aber da kommen wir auch nicht so leicht hin. Kommen wir jetzt? Ich glaube, man muss noch eine Fertigkeit. Wir brauchen noch irgendeine Fertigkeit. Sonst, glaube ich, kommen wir hier wirklich nicht weiter. Oh. Manias Ring, okay. Oh. Shit. Haben wir den Ring trotzdem noch? Oder ist der weg? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, den Ring haben wir trotzdem noch, ne? Schauen wir mal nach, ob wir den noch haben. Da, Relikte. Also. Erhöht. Was macht der? Erhöht die Anzahl, wie oft Fertigkeiten benutzt werden können. Geringfügig. Slot nicht ausreichend. Was war das hier? Du leistest geringfügig weniger Schaden durch Angriffe. Ah, das ist eigentlich okay so. Dann ändern wir das noch nicht. So, laufen wir mal in die Richtung weiter. Es fehlt ja noch einiges hier. Ist die Frage, wo oben rum erstmal weitergehen nochmal? Da haben wir auch noch nicht alles entdeckt. Das machen wir einfach mal. Reicht aber. Blöden Flatterviecher, ey. Gibt's da noch eine, irgendwie eine Richtung, wo wir hin können? Oh, warte. Und? Oh, hier ist auf jeden Fall so ein Typ, wo wir ein paar Sachen bekommen. Rundereines Sediment. Gibt es noch einen Geheimweg? Nee. Hätte ich gerade eben auch schon finden können eigentlich, ne? Habe ich aber nicht. So. Auch kein Geheimweg. Okay, da können wir nicht längs. Hm. Dann versuchen, da oben längs zu kommen nochmal. Aber hier gibt es ja, da waren wir ja schon, also. Wir haben irgendwie noch nicht alles erreicht hier. Denn wir können ja irgendwie anscheinend. Da oben waren wir ja schon, da brauchen wir nicht nochmal längs gehen. Das machen wir auch nicht. Wir sind doch nochmal hier längs, wir müssen irgendwo nach unten längs gehen. So. Also hier muss ja auch noch irgendwas sein. Was ist hier noch, ne? Ist die Frage. Da oben gibt es auf jeden Fall einen Weg. Ah, warte mal. Ich kann nicht mehr springen, wenn ich da drin bin. Ist ja blöd. Nee, ich kann nur einen Hopser machen. Okay. Doch so. Okay. Warte. Wieder was. Unreiner Furor. Okay. Aber es muss noch mehr hier geben. Ich dachte, ich hätte schon eingesammelt, hat er gar nicht, hat er jetzt aber gemacht, okay. Gut, jetzt versuchen wir hier mal weiterzukommen. So. Da ist ein Flattermann. Okay. Die haben wir weggeflattert. Mit dir.
gehe kurz hier raus. Weil die hatten wir eigentlich schon gekillt, aber haben wir nicht alles erreicht da, ne? Das nervt mich mal, wenn es nicht ganz golden ist. Wir müssen da oben nochmal längs. Ich muss die einmal wegmachen, alle. Ich muss das einmal hier Gold bekommen, dass wir alles gefunden haben, was es hier zu finden gibt. Finde ich ganz wichtig. So. So, ihn hier machen wir auch so weg. Schön aus Distanz. Oh. Es muss hier noch mehr geben. Da oben ist die Truhe. Ich weiß noch nicht, frage, wie man da hochkommt. Ich glaube, wir brauchen echt noch eine andere Fähigkeit. Wir können da irgendwie nicht hoch. Ohne diese blöde Fähigkeit. Hier ist Reisen, da kommen wir woanders hin, das ist schon mal gut. Hier ist eine Parkbank. Setzen wir uns mal kurz hin. Wir können auch schnell reisen hier, okay. Wir speichern erstmal. Und ach, warte mal, wir lassen mal kurz gucken wegen unseren Fertigkeiten, ob wir da irgendwas aufrüsten können. Alte Seelen, also wir brauchen hier irgendwie für unsere Waffe, die muss mal irgendwie stärker werden. Das nervt. Der kann auf jeden Fall stärker werden, wie man sieht. Das Ding könnten wir auch stärker machen. Den könnten wir auf jeden Fall stärker machen. Das macht Sinn, den mal stärker zu machen, weil er wirklich, weil ich den oft benutze. Machen wir mal. Jetzt können wir den natürlich nicht mehr stärker machen, aber wir können den hier auch noch stärker machen. Den Hammer. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Machen wir mal. Ich würde den gerne stärker haben, aber naja. Lass mal hier gucken. Oh, da war noch was, da kann man auch reinreisen. Notiz eines Magiers. Meine Forschungen über antike Flüche haben ergeben, dass die Unsterblichkeit durch Unreinheit womöglich schon seit langer Zeit im alten Volk besteht. Bestimmt könnte ich mehr herausfinden, wenn ich die alten Schriften im unreinen Gebiet entschlüsseln könnte. Oh, hier sind ganz viele Wege, habt ihr gesehen? Da müssen wir nochmal längs gehen. Dann gehen wir hier längs. Nicht rein. Okay. Das Wasser darf man nicht benutzen. Gebrauchen, habe ich gerade gemerkt. Das mögen die nicht so. Oh, raus da, raus da, raus, raus, raus da. Oh. Ein Talismanstück. Oh. Gut. Wie kommen wir denn wieder zurück hier? Ist die Frage. Ah, so kommen wir zurück. Okay, müssen wir uns mal heilen. Und da zurück. Oh, nein, was mache ich denn? Warum springe ich denn da runter? Wie dumm war das denn? Ah, die Richtung wollte ich jumpen. War die falsche Richtung gerade. So, hier ist eine Tür, die ist verschlossen. Da können wir nur über den Schalter da hinten öffnen. So. Halt, das nehmen wir auch mit. So. Alter Schwede, das muss man auch mega. Aber es ist echt, also die sind so richtig knapp, die Sprünge immer hier, muss man sagen. Die sind echt knapp, die Sprünge, kann man nicht anders sagen. So, machen wir schon die Tür auf hier. Was ist das? Hebel ziehen? Ach so, dann würde man diesen Fahrstuhl wahrscheinlich holen. Ist die Frage, ob wir den Fahrstuhl jetzt nutzen oder erstmal hier weitergehen. Wir gehen erstmal hier weiter. Also es sind so viele Wege jetzt hier gerade. Das ist echt der Hammer.
Nein. Ah. Oh, komm schon. Und schnell heilen. Alter, ich habe überhaupt kein Leben mehr gehabt da oben. Habt ihr es gesehen? So. Nehmen wir noch mit. Aber ich bin auch nur wegen dem... Ach, guck mal, jetzt ist auch alles hier erschlossen. Das heißt, wir können auf jeden Fall den Fahrstuhl benutzen. Das machen wir jetzt auch. Noch falls man hier ins Wasser fällt, ne? Gut, benutzen wir den Fahrstuhl mal. Huiuiui. Gucken, wo man uns hinbringt. Das ist zum Holen des Fahrstuhls. Hier muss eigentlich eine Tür aufgemacht werden, wo wir noch nicht hin können. Oh, ich wollte doch wegspringen. Auch langsam. Okay. Ich habe auch kein Leben mehr gerade. Ich weiß nicht, wo ich noch hin soll hier. Kann ich da runter noch? Ich weiß das nicht. Also hier ist auf jeden Fall wieder das Ding, was uns runterbringen kann. Beziehungsweise hochbringen kann. Nicht runter. So, hier hoch. Nein! Oh. Oh, Alter, die sind aber echt blöd. Ich glaube, die kann ich auch bekämpfen, aber ich habe irgendwie Angst, dass sie mich gleich töten. Okay. Oh, das ist gut da. Warte mal. Komm mal hoch. Heilen. Okay, also. Da ist wieder irgendwas unten im Wasser da, was uns nervt. Oh. Gibt's gar nichts. Hat auch einen Schalter, okay. Okay. Eine Tür geöffnet. Ich weiß noch nicht welche. Oh Mist, schnell. Die Tür vielleicht? Ja, genau. Die haben wir auch gemacht. Okay. Nee, haben wir nicht. Schade. Muss eine andere Tür gewesen sein, aber kann ja die auf der anderen Seite gewesen sein. Hatten wir auch zwei Wege. Also gucken wir gleich mal. Oder diese Tür ging auf. Kann natürlich auch sein, dass diese hier aufging. Das kann ich mir gut vorstellen. Haben wir jetzt natürlich nicht überprüfen können, aber... andere Wege, wo wir hinkommen denn? Oder wenn ich jetzt hier hochgehe? Wo lande ich denn da? Okay, dann fallen wir noch eine Seite raus. Okay. Aber lieber aus Sicherheit, weil wir haben nicht so viel Leben. Aber lieber mischen. Und los geht's. Zack. Oh, warte, kann ich hier runter irgendwo? Guck mal. Ich glaube schon. Yes, eine Parkbank. Gut. Und wenn wir schon mal hier angekommen sind, dann werden wir jetzt hier uns auch ausruhen. Haben wir auch schon einiges geschafft. Aber machen wir am nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.